Hallo und herzlich willkommen zurück zu Half-Life. Ja, wir schauen mal nach, was uns denn hier so anquietscht, klatscht, schnarrt. Hört man ja schon im Hintergrund. Ja, hallo. Oh, bedrohliche Musik, das ist immer gut. Dann gehen wir einfach mal rein. Oh, hallo. Hallo. Kommen wir durch? Nope. Na dann. Ja, ja, drücken wir einfach diesen roten Knopf. Da sind ja rote Knöpfe da. Au, 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 au. Puh, Medic, okay. Nochmal Knopf drücken. Geh ja weiter hier. Dafür ist aber die Tür da hinten zu, ne? Oh. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, well. Jetzt kommt mir auch so langsam in den Verdacht, warum das Ganze hier fragwürdige Ethik heißt, ne? Ja. Ja, okay, geht's weiter. Ich habe. Exitus steht unmittelbar bevor. Eine Granate nicht gefunden. Das war. Idiot. Ah. Dankeschön. Könnte ich gerade gebrauchen. So. Schnell speichern, ja. Hey, das bringt nichts da oben. Ist alles abgeriegelt. Der einzige Weg hier rauszukommen wäre, jemanden zu finden, der eine Berechtigung für den Scanner hat, mit dem die vordere Tür aufgeht. Ich bin ziemlich sicher, dass sich in den Labors ein paar Wissenschaftler verstecken. Wenn wir beide auf die Suche gehen, können wir sie vielleicht finden und dazu bringen, uns rauszulassen. Na denn, los geht's, ne? Na, komm mit. Alles klar, ab durch die Mitte. So. Ja, da wollte er erst gar nicht mitkommen, so ein Affe. Oh. Nein, scheiße. Schnell laden. Jo. Hey, das bringt nichts da oben. Ist alles. Ach, labert doch nicht so viel. Der einzige Weg hier rauszukommen wäre, jemanden zu finden, der eine Berechtigung für den Scanner hat, mit dem die vordere Tür aufgeht. Ich bin ziemlich sicher, dass sich in den Labors ein paar Wissenschaftler verstecken. Lalalala. Wenn wir beide auf die Suche gehen, können wir sie vielleicht finden und dazu bringen, uns rauszulassen. Okay, warum nicht? So. Wolltest du sowieso nicht allein. Wer sich jetzt fragt, warum ich das Ganze gemacht habe, wir wurden ja noch nicht erkannt. Und wir haben aber wieder gefehlt. Ach, was ist das? Los, machen wir ein bisschen mit hier. Scheißen Dreck. Das sind Schrotzenklaus, da ist Schrotzenmuni. Ich hätte aber gerne meine. Was ist bei dem so los? So, das ist bei dem los. Was ist denn hier los, ey? Oh, ey. Gibt's hier oben noch was? Nein. Aber da gibt's Heft dann noch. Das sparen wir uns auf, denke ich mal, oder? 27% Leben ist immer ganz cool, ne? Stirb doch einfach, Mensch. So schwierig ist es doch nicht, oder? Was ist denn hier los? Na, was machen wir die raus hier, ne? Die wollen ja raus. Ach, hier gibt es wieder so einen lustigen Knopf. Na dann. Uiuiui, ui, jetzt werden die wieder gebraten, du, ey. Okay. Okay, gut. Oh, das wird nix. Das wird da was. Diese Pistole ist immer sehr gut geeignet, die Headcrabs kalt zu machen. So.
Genau so. Oh, wir haben eine Armbrust. Hey, cool. Guten Tag. Und was ist das? Kann man das mitnehmen? Ja. Okay. Ja, gut. Muss man nicht verstehen. Nein, aber ja, egal. Dann schnell speichern, ne? Weiter geht's. Ach, jawohl. Deswegen schnell speichern, ne? Idiot. Ah, verdammt, Axt. Ich Idiot. Ich muss sie da mal wirklich töten können. Down, Junge. Down, sage ich doch. In welche Richtung geht's da? Aber hier runter? Da hoch? Schnell speichern und weiter geht's. Was macht man hier unten? Mhm. Und in die andere Richtung? Ach so, kann das sein, dass wenn wir jetzt hier hochgehen, dass wir da genau bei dem Otto da rauskommen? Okay, dann andere Richtung. Wir müssen hier unten lang. Von da oben sind wir gekommen. So, haben wir noch Haftminen eigentlich? Ein Parasiten. Hm. Nachladen und mal schauen, was hier so läuft. Hm. Also Haftminen kann man nicht einsammeln, okay. Was soll uns das jetzt hier sagen? Ah, Biohazard. Also es ist lebensgefährlich, es ist ja, nicht umweltgefährdend so gesehen. Und wo geht es jetzt hier lang? Also ich glaube, wir müssen dann da raus, würde ich mal sagen. Aber ja. Ja, kann man gebrauchen. Ach, hier sind Haftminen. Guten Tag. Okay. Was muss ich jetzt hier machen? Muss ich in unseren Rechner gehen oder so? Okay, so. Und hier noch eine? Hm. Ja. Nein. Was muss ich nun tun? Hier lang? Nein. Hm. Ach so, vielleicht können wir was aufsprengen hier. Ja, können wir. Oh, weg, 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 weg. Was ist das für ein Teil? Oh, jetzt sind Dauerfeuer, Dauerfeuer. Okay, weil sie haben die ganzen Haftminen jetzt zerstört. Das war eine Kettenreaktion, ich Idiot. Ah, hier ist er. Einen haben wir noch, einen haben wir noch, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Oh, ein Schuss. Ein Schuss, ein Tor und alles ist weg. Doin, doin. Okay. Herr Jemine. Na, wir haben das aber auch irgendwie überlebt. Ja, es gibt Explosives. Es ist immer ganz ungesund, Explosives, ne? Das ist ja lang. Ey! Da dreht sich irgendwas drin. Was ist denn das für ein Brotschneider hier? What the fuck? Naja, who knows? Hm, können wir die Kiste zerstören hier? Sag mal her, erstmal speichern. Hier gibt es bestimmt irgendwas drin, oder? Ja, hier gibt es bestimmt irgendwas drin, oder? Okay, da sind wir schon mal dran vorbei jetzt erstmal. Na, ach, Idiot. Hier gibt es auf jeden Fall ein Magazin. Okay, hier kommen wahrscheinlich noch lang da drüben, oder?
Aber eine Granate haben wir halt nicht, um das Teil wegzusprengen. Na gut, dann ist aber auch hier nur das, hier das Pistolenmagazinzeug. Also von daher brauchen wir das eigentlich nicht, oder? Würde ich mal so meinen. So oft brauchen wir das wirklich nicht. So. Was ist denn hier? Oh, Headcrabs. Möchte ich eigentlich ungern lang. Wo geht's hier lang? Es gibt ja wieder zwei Wege gerade. Bitte in die andere Richtung. Jawohl. Oh, scheiße, ich hab noch zwei. Okay, also ich brauche aber Muni. Ich brauche Muni. Was ist denn das? Na, Waffe? Finger weg, das ist ein Prototyp. Oh, 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 weg hier. Au, ich hab's gewusst. Wo sind wir? Ach, hier oben. Scheiße. Okay. Macht mal hier. Nee, nee, nie mich abschießen hier. Das finde ich ja ungesund. So, und du nimmst doch den anderen da hinten. Dankeschön. Jetzt auf 10% Energie, jetzt auf 20%. Ja, also rote Knöpfe drücken tue ich ja gerne. Ups, Party Hard. Speichern wir mal. Ein schönes Prisma, aber ich würde ungern durchlaufen, würde ich mal sagen. Okay. Ja, was ist denn das? Eine Art Waffe? Finger weg, oh, oh. Das ist ein Prototyp. Mann, warum benutzen wir das Ding denn nicht? Es ist viel zu unzuverlässig. Hat die Tendenz zu überladen. Nö, nö, nö. Nein! Ach, dammit. Okay, haben wir noch eine ordentliche Waffe hier? Nur eine Schrotze, Scheibenkleister. Gehen wir mal kurz ins Hauptraum hier. Sieht doch aus wie ein Hauptraum, oder? Hier gibt's. Sieht irgendwie komisch aus. Do not obstruct laser shield. Okay. So. Ja, ich finde das erstmal gut gelungen. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Muni, damit ich irgendwie den anderen abschießen kann, ja. Okay, da komme ich ja. Na, Waffe? Finger weg, das ist ein Prototyp. Da kam er von hier drüben, ne? Mann, warum benutzen wir das Ding denn nicht? Es ist viel zu unzuverlässig. Hat die Tendenz zu. Okay, kommt jetzt dieser Otto nochmal hier mit seinem. Was ist jetzt hier? Oh, sieht gut aus, oder? Oh, aber. Cool! Sieht so ein Gravitron aus, da, also aus Half-Life 2. Weil ich habe ja schon Half-Life 2 ein bisschen angezockt, muss man dazu sagen. Eigentlich die falsche Richtung. Ich bin mit Half-Life 1 noch nicht durch, habe aber Half-Life 2 schon angezockt. Frevelhaft, ne? So, aber wir haben mal so einen lustigen Laser hier eingesetzt. Und Party. Ist die Party-Mucke. Da hinten ist noch einer. Ah, hier kommt schon was an. Und hier gibt es noch einen zweiten Laser, ne? So, aus dem Weg, nö. Ach Gott, das ist wieder so ein Blasterklaus hier. Ja, haben wir dagegen was einzuwenden? Ja. Ach! Nee, das wird nicht, ja. Los, tötet mich. Achso, bin ja down. Der tritt mich tot. Lol. Lol. Damit war es bei den Otto ja kalt machen. Jawohl. Einfach, Oh, solche
Gravitron Munition. Und zwar einfach immer ein bisschen rumwackeln mit der Bewegung. Das heißt, da trifft man einen, also trifft der einen ja nicht, ne? Oh. So, dritten Laser wahrscheinlich. Weil hinten ist ja nichts weiter, ne? Oh, Pfeilmunition hier. Oh, Nades. Cool. 6 Nades, du. Uiuiui, die können wir gebrauchen für diese komischen Fischer, ja. So, noch 6 Schuss. Unglaubliche 6 Schuss. Wow. I'm so proud of me. Gibt's hier noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Dann lasern wir mal los. So, geht's hier irgendwo weiter? Nö. Nö. Aber wir müssen ja irgendwas mit dem Teil hier machen, ne? Was macht denn das hier? Los, komm. Ah, hier gibt's auch noch einen Knopf. Ja, schön. Irgend so ein cooler Laser hier. Hm, schön, ja. Macht bestimmt böse Aua-Aua, würde ich sagen. Ah, falsch. Nee, das können wir nicht kaputt machen. Das heißt, irgendwie müssen wir doch ein Loch in die Wand bekommen, oder? Wenn wir einfach sagen, wir schieben das Teil hin. Ja. Ah! Oh, das sieht ganz gut aus, oder? Was für ein schlechter Laser, dauert der Ewigkeiten. Nee, aber ja. Nice, nice. Jo, na dann haben wir es doch geschafft, ja. Da sind wir durch die lustige Sache durch. Oh, hier drüben, wie sieht's aus? Es ist ein bisschen tief, würde ich sagen. Ja. Unglaublich. Ja, doch, besser. Oh, das ist immer so lustig. Nachladen, Rungs down. Und was gibt's hier? Medik, Munition. Gar nichts. Achso, jetzt sind wir hier. Was, Ein Wissenschaftler, dem Himmel sei Dank. Holen Sie uns hier raus, bevor diese Militäridioten herausfinden, wo wir uns verstecken. Alle von uns haben eine Freigabe für den Retina-Scanner. Kommen Sie mit uns in die Lobby, dann können wir aus dem Labor wieder raus. Sie müssen aber zuerst die Medi-Einheit abstellen. Peters hat sie eingeschaltet, aber ich fürchte, er hat nicht wieder bis hierher zurückgeschafft. Irgendjemand hat diese komische Einheit eingeschaltet. Aha. Schön. So. Ja, ich hab's geschafft, würde ich sagen. Na dann, ja, würde ich mal sagen, haben wir erstmal unseren Soll erfüllt für diese Folge. Gut, dann würde ich mal sagen, ich bin raus. Auf der rechten Seite könnt ihr abonnieren. Links gibt's das letzte Video von Half-Life und drunter die Playlist von Half-Life. Also, bis dann. Tschüss.